Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu meinem Showday-Vlog. Ich bin jetzt gerade einmal aufgestanden. Wir haben es kurz nach 4, also echt noch früh. Ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich müde. Also Nacht war heute nicht so gut, nicht viel geschlafen, aber das ist egal. Die Vorfreude auf den Tag heute ist auf jeden Fall da. Und ich würde sagen, wir machen uns als allererstes jetzt einmal fertig, denn das Gesicht muss einmal der Hautfarbe angepasst werden. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, me, mein Make-up ist soweit ready und ich würde sagen, jetzt geht's einmal dann an die Haare. Schon gesehen habt, habe ich mich einmal komplett fertig gemacht. Also ich muss sagen, ich bin heute echt richtig zufrieden mit dem Make-up. Hat echt alles top geklappt, auch mit dem Wimpern aufkleben heute. Alles easy. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns gleich mal fertig und ziehen den Bikini an. Das ist wirklich immer was, wo man sich jeden Showday drauf freut. Also egal, wie oft man es schon gemacht hat. Ist immer ein besonderes Gefühl, sich dann so zu sehen, vor allem dann fertig mit dem Bikini. So, Bikini ist einmal angezogen und ich würde sagen, jetzt schauen wir mich einmal direkt im Spiegel an. Krass. Ist wirklich echt immer ein magischer Moment, wenn man sich im Spiegel sieht. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit der Form. Schon gesehen. Ich bin einfach fertig angezogen. Ja, jetzt werde ich mir nur noch die Sachen überwerfen und dann geht es für uns auch schon direkt in die Halle. Ich habe gerade schon mal 2 Kaffee getrunken. Ansonsten werde ich heute aber nüchtern bleiben, bis ich auf die Bühne gehe. Ich bin jetzt ja auch schon in 1,5 Stunden grob dran. Wir haben es jetzt kurz vor 7 und ich würde sagen, sehen wir uns in der Halle wieder.
11. Aufschatz, gib Gas! 80. Also wir starten mit 4 Drehungen alle zusammen und dann kommen die Follow-ups, okay? Also 4 Drehungen nach rechts. Ich möchte einmal vorne sehen, die 200, die 60, die 84, die 80, die 17, 107, 153. Okay, wir starten mit dem Vierteldrehung, eine Vierteldrehung nach rechts. Eine weitere Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Okay, vielen Dank. Wir fangen wieder an, quarter turn to your right. Eine weitere Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Okay, vielen Dank. Es bleibt stehen. Bitte genau zuhören. 200 bleibt stehen. 107. 60. Jawohl. 80. Wir beginnen wieder eine Vierteldrehung nach rechts. Eine weitere Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Und eine letzte Vierteldrehung nach rechts. 329 geht zurück, 60 geht zurück, es kommt nach vorne noch die 84. Und einmal bitte die 60 auch nochmal. Geht in die Mitte, die 17, tauscht mit der 153. Okay, wir beginnen mit den Vierteldrehungen. Vierteldrehung nach rechts. Eine weitere Vierteldrehung nach rechts. Judges, ich brauche langsam die Ergebnisse für die Vorrunde. Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Judge Nummer 2, Ergebnis bitte. Okay, vielen Dank. Bitte einmal zum hinteren Line-Up. Peter, jetzt haben wir das Ergebnis für die Finalisten. Ja, nenn uns doch erstmal die Finalisten. Ich glaube, die Finalisten jetzt? Ja. Yeah. Okay, also bitte alle nach vorne. Alle nach vorne und ich lese 5 Finalisten, okay?
Also wer geht weiter im Finale? Start Nummer 200. Lisa Marie. Nächste Finalistin ist Ronja Jordan. Dann haben wir im Finale Vivian Weiss. Zwei noch, Leonie Leverhans. Jawohl, Schatz, sehr schön. Und die fünfte, Vanessa Eichler. Gut, jetzt sind wir im Finale, die Finaldisziplin, Eyeball. Jetzt kommt Leonie. Leonie wieder rein. Auf Schatz! Die erste Open-Klasse und die Ergebnisse. Okay, einmal bitte vorne möchte ich nochmal die 17, die war ja gerade gefordert. Die nehmen wir jetzt nochmal nach vorne, die 17. Dazu kommt nochmal die 60, bitte. Sehr schön. Eine Vierteldrehung nach rechts. Quarter turn to your right. Eine weitere Vierteldrehung nach rechts. Weitere Vierteldrehung nach rechts. Okay, vielen Dank. Bitte zum hinteren Line-up. Semifinalistin, fünf Finalistin. Und fünfter Platz geht an Leonie Leverhans. Sehr schön, Schatz. Zweiter Platz jetzt an Vivian Weiss. Die Gewinnerin Women's Bikini Divas erste Klasse, Startnummer 200, Lisa Marie Lehn. Ich melde mich gerade auch mal wieder. Ihr habt es ja gerade schon gesehen gehabt, welche Platzierung es für mich gab. Ich fange aber erstmal gerade noch kurz von vorne an. Und zwar sind wir dann ja heute früh eigentlich nur noch in die Halle gefahren. Dann war es so 7:15. Das heißt, es war sowieso nur noch eine Stunde bis zum Auftritt. Ich habe eigentlich nur noch mal kurz die Farbe an den Händen ausgebessert und dann Öl drauf gemacht, mich aufgepumpt und dann ging es eigentlich auch schon direkt auf die Bühne. Also wir waren gar nicht wirklich im Backstage-Bereich, ich habe mich auch nicht hingelegt. Wir haben zwar die Sachen dahin gebracht, aber war keine Zeit, dann ging doch irgendwie alles schneller. Ja, und dann war schon der Bühnenauftritt und gefühlt 20 Minuten später war es rum.
Also krass, wie schnell das irgendwie dann doch immer alles rumgeht. Jetzt ist einfach vorbei. Ich habe mir gerade schon mal was Schwarzes einfach wieder angezogen. Ja, krass, Tag ist vorbei. Für mich gab es Platz 5. Ich muss das gerade erstmal ein bisschen verarbeiten. Bin ich enttäuscht? Wenn ich ehrlich bin, schon ein bisschen. Aber immerhin, ich war im Finale. Ich habe den 5. Platz geholt und ist in Ordnung. Die wollten heute einfach was Härteres sehen. Härter mit mehr Muskeln. Dem habe ich nicht entsprochen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich habe die letzten Wettkämpfe immer so super platziert. Es kann nicht immer Top 3 sein. Deswegen 5. Platz ist in Ordnung. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir in der Offseason jetzt dran arbeiten müssen. Das ist auf jeden Fall Schultern, Beine, Booty. Alles einmal in Angriff nehmen. Und dann schauen wir mal, dass wir nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen leaner kommen und mit mehr Muskeln. Man weiß halt nie, was beim Wettkampf gewünscht ist. Heute war es härter und das ist auch in Ordnung. Ich meine, ich habe immer noch den 5. Platz gemacht, eine Medaille bekommen und es ist trotzdem ein schöner Tag gewesen. Ich denke, wir bringen die Sachen jetzt erstmal ins Auto, werden dann noch ein bisschen in der Halle sein und dann geht es für uns auch schon wieder nach Hause. Wir haben heute ja wieder so 4,5-5 Stunden Autofahrt noch vor uns. Ja, ist dann doch irgendwie immer ein langes Wochenende, aber war trotzdem ein schöner Tag, auch wenn es jetzt wirklich schnell rumging. War es trotzdem schön. Wettkampf ist einmal rum und jetzt gibt es für mich erstmal diesen Proteinriegel. Das ist ja mein Lieblingsriegel und ich freue mich gerade einfach nur wieder ein bisschen Schoki essen zu können. Tut so gut, wieder Schokolade zu essen. Und den lasse ich mir jetzt einmal fertig schmecken. Bitte noch ein paar Pausen und einen Applaus für die Semifinalisten. Wir sind jetzt gerade einmal im Auto angekommen und es gibt jetzt einen Taste-Test von diesen Reese's in Weiß. Habe ich noch nie gegessen. Ich muss sagen, ich freue mich da gerade echt drauf, die jetzt einfach mal probieren zu können. Gab ja gerade schon einen Proteinriegel für mich. Wieder der von Rocker ist wirklich mein Lieblingsriegel. Der schmeckt einfach so geil. Aber jetzt schauen wir mal. So, eins für dich. Also die riechen schon mal richtig geil wie diese typischen Reese's in Weiß. Ist wahrscheinlich einfach genau das gleiche, nur mit weißer Schokolade. Mhm. Krass, wie viel Erdnussbutter einfach. Mhm. Geil. Mhm. Das hat gerade auf jeden Fall richtig gut getan. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen was zu trinken, denn ich bin wirklich am Verdursten. Das ist das Schlimmste immer am Wettkampftag, dass man so wenig nur trinken kann. Und dann geht es auch schon einmal ab nach Hause. Wahrscheinlich 5 Stunden Autofahrt. It doesn't even matter how hard I try. Cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. Einmal wieder zu Hause angekommen. Fahrt war wirklich echt entspannt. Also im Gegensatz zum Freitag, wo wir richtig viel Stau hatten, war heute überhaupt nichts. Wir kamen super durch jetzt in 4,5 Stunden. Ja, Tag ist rum. Meine Wettkampfsaison ist beendet. Ist schon krass, das jetzt irgendwie so alles zu sehen. In Walsrode hat es ja im März angefangen gehabt. Dann hatte ich den 2. Wettkampf, eine kleine Mini-Off-Season, jetzt nochmal 3 Wettkämpfe und heute hat es dann in Walsrode wieder geendet. Schon irgendwie verrückt, was das Jahr alles jetzt so passiert ist, aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall happy mit der Saison. Also klar, heute der Abschluss hätte nochmal ein bisschen schöner sein können, aber
Es war ein anderer Look gefragt und wie ich vorhin schon meinte, es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe heute den Kriterien nicht entsprochen. Ich meine, die letzten zwei Wettkämpfe liefen super für mich und heute war ich ja immerhin immer noch in der Top 5. Deswegen alles in Ordnung. Ich muss sagen, heute war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass mein Fuß einfach nicht mehr mitmachen will. Also auch auf der Bühne beim Posing, ich hatte richtige Schmerzen. Also mein Zeh war auch angeschwollen eben am Ende. Ich habe den Schuh kaum ausbekommen, weil der so angeschwollen war und es hat auch beim Posing ehrlich gesagt nicht wirklich viel Spaß gemacht, weil ich einfach Schmerzen hatte. Und ich muss sagen, ich bin froh jetzt auch irgendwie, dass die Wettkampfsaison beendet ist, weil wenn ich in einer Woche nochmal einen Wettkampf hätte, ich könnte den nicht machen. Also ich werde morgen auch direkt zum Arzt gehen, das einmal abchecken lassen und ich merke, dass mein Körper jetzt einfach Ruhe braucht, Erholung und ich konnte ja auch schon die letzte Woche keine Steps mehr sammeln. Ich bin jeden Wettkampf ins Finale gekommen und das für mein allererstes Wettkampfjahr ist immer noch richtig krass. Deswegen alles in Ordnung, ich bin relativ zufrieden mit der Platzierung. Enttäuscht ist man, glaube ich, immer ein bisschen, aber das geht, glaube ich, jedem so. Also bei keinem läuft es eigentlich bei jedem Wettkampf rund und ich habe noch so viele Jahre Zeit, Erfahrung zu sammeln. Deswegen ist das für mich wirklich alles vollkommen in Ordnung. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall richtig auf die Offseason, einfach mal wieder ein bisschen mehr essen zu können, meinem Körper die Erholung zu geben und ja, einfach auf die weitere Zeit, was alles noch so kommen wird. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Taschen noch auspacken, dann bald auch schon in die Badewanne gehen. Aber zuallererst, wir haben gerade einmal Pizza bestellt beim Pizza Hut. Ach, da freue ich mich jetzt wirklich noch richtig drauf. Bei den letzten Wettkämpfen gab es für mich ja keine richtigen Cheats, nur ein Proteinriegel, weil ja dann die nächsten Wettkämpfe anstanden. Aber heute wird ein bisschen was gegönnt, nicht übertrieben, aber einfach so ein bisschen was. Die Pizza ist einmal angekommen. Sie sieht so gut aus. Einfach eine Cheesy Crust Pizza von Pizza Hut mit Mozzarella und Tomaten. Die lasse ich mir jetzt einmal schmecken. So, was für ein Stück nehmen wir denn? Fangen wir mal mit dem an. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ist die krass belegt. Kriegt man ja fast gar nicht durch. Wie viel Käse. Oh Gott. Also so eine Pizza habe ich echt lang nicht mehr gegessen gehabt. Wie viel Käse. Das ist gerade eine richtige Geschmacksexplosion. Schmeckt es gut. Krass, habe ich das vermisst, Pizza zu essen. Also Pizza hat Pizza ist echt schon ein anderes Level, das muss man sagen. Die lasse ich mir jetzt einmal zu Ende schmecken. Ich verabschiede mich jetzt einmal für den Showday-Vlog von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch, da abonniert mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!